Ruhe, hier wird gedreht. So. Und Autorität ist wichtig im Rennsport sowieso und hier auch. Klaus Ludwig hat nach wie vor alles unter Kontrolle. Das war auch so in unserem Video-Interview, das wir im Vorjahr auf dem Norrisring geführt haben und nun im Rahmen des 40-Jahr-Jubiläums der DTM hier auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Klaus Ludwig, der wird dieses Jahr 75 Jahre alt und er gilt als der vielleicht beste Tourenwagenpilot, den Deutschland je hervorgebracht hat. Und das zeigt auch seine Erfolgsbilanz. 3 DTM-Titel, ältester DTM-Rennsieger mit 50, 2 Titel in der Vorgängerserie DRM, 4 GT-Champion 1998, 3 Gesamtsiege bei den 24 Stunden von Le Mans, 3 auf der Nürburgring-Nordschleife und das könnte man jetzt unendlich fortsetzen. Im Interview plaudert König Ludwig, wie er auch genannt wird, aus dem Nähkästchen. Und erzählt, wie er einmal mit einem Besuch beim Teppichhändler seinen Gruppe C Porsche zum Maß aller Dinge machte. Und wie ihm eine Volkswagen-Intrige den Job als ARD-Experte bei der DTM kostete. Dazu allerdings später. Zuerst erzählt er, und das wissen auch nur die wenigsten, dass er 1977 auch im Formel-1-Boliden eine ganz große Nummer hätte werden können. Ich bin Formel 2 gefahren. Im ersten Jahr ziemlich untergegangen, bis auf die letzten 2 Rennen, wo ich mich dann endlich durchsetzen konnte mit einem vernünftigen Sitz. Endlich mal richtig sitzen im Auto und nicht liegen in diesem March. Und wo wir dann ein paar Sachen geändert haben, dann wurde mir auch geholfen plötzlich von March und von Brian Hart. Dann kriegte ich mal einen richtigen Motor, dann kriegte ich mal die richtige Schnauze. Und prompt war ich unter den ersten 5 in Hockenheim. Dann ist mir leider der Tom Bay in der Sachsenkurve über die Schnauze gefahren, dann war das schon wieder vorbei. Aber da war ich dann, habe ich gemerkt, oh, die Jungs sind nicht besser wie du kannst das genauso gut. Und dann hat mich ja der Maurer mal fahren lassen mit dem Formel 2 von Bellof. Unglaubliches Auto, mit dem Auto konntest du auch nur gewinnen. Und dann hat mich der Günther Schmidt mal eingeladen zum Formel 1 Test. Da hat er den Penske Formel 1, mit dem John Watson den letzten Grand Prix gewonnen hatte, hat er gekauft und dann nach Hockenheim, so in der Lackierung, First National City Bank und so bin ich gefahren. Ja? Und ich war feilschnell. Leider Gottes war der Günther Schmidt ein sehr, sehr schwieriger Vogel, schon lange tot. Und er hat dann sich entschieden für einen, der das Geld gebracht hat. Und ich glaube, mit dem Auto hätte ich eine Formel-1-Karriere hingekriegt, 100%, weil das Auto war. Ich bin in Hockenheim gefahren, da ging in der 5. Runde die Ostkurve schon fast voll. Also da fuhr ich auch schon eine Zeit, die hätte im Grand Prix gereicht für Platz 10 oder 11. Also neue Reifen drauf und nochmal eine Sekunde, dann wäre ich wär mit dem Auto durchmarschiert. Aber es ist nicht so gekommen. Dafür habe ich Le Mans gemacht, war so wie der Jochen auch, war alles viel gefährlicher. Wir haben es gemacht und die Formel 1 war dann, da war ich dann auch schon über 30, war dann abgefahren und dann war es eben so. Gut, vielleicht war es gut. Vielleicht wäre ich heute nicht mehr hier bei euch, sondern schon lange da oben oder da unten. Alles gut. Angefangen hat aber alles mit dem Ford Capri auf der Nürburgring Nordschleife und in der deutschen Rennsportmeisterschaft, dem Vorläufer der heutigen DTM. Ludwig fiel schon damals mit seinem Speed auf und holte zweimal den Titel. 1979 fuhr er zum ersten Mal bei den 24 Stunden von Le Mans und gewann den Klassiker sensationell gegen die Werksfahrer in den schnelleren Sportprototypen. Ich bin, glaube ich, 11 Stunden gefahren. Wir waren ja zu dritt. Das Auto war ein Bombenauto, das war wirklich kein unterlegenes Auto, der Porsche Cramer K3, mit dem haben wir ja auch die deutsche Rennsportmeisterschaft gewonnen 1979, glaube ich 10 von 11 Rennen gewonnen, einfach genial, das Auto war einfach super. Ich hatte sehr viel Einfluss bei der Entwicklung des Autos, konnte da meine Ideen einbringen, bis hin zum Sitz und alles, ich meine, es war einfach ein tolles Auto und mit 750, 800 PS da rumzufahren war also nicht ganz unterlegen. Aber in Le Mans waren natürlich die Prototypen, die flachen Autos, die schnelleren, die Werkswagen von Porsche. Und 79 sind die alle ausgefallen. Und dann waren wir waren zwar nicht schlecht, aber wir hätten es niemals gewinnen können. Und dann waren wir plötzlich vorne. Und dann haben wir es mit einem Zahnriemenwechsel geschafft. Das hat dann der Don Whittington geschafft, der Riemen hing. Wir hatten die Zahnriemen im Auto am Überrollbügel mit Tape festgemacht. Und er hat es dann geschafft, den Riemen auf den Motor zu kriegen. Zwar falsch, aber der lief und er kam zurück zu Start und Ziel und so haben wir damit Glück gewonnen. Aber das war so der Start der etwas größeren Karriere, weil Le Mans zu gewinnen, würde ich sagen, ist schon eine etwas größere Nummer. War generell ein schwieriges Rennen, hat ja, glaube ich, auch geregnet bei dem. Ja,
sehr viel geregnet. Und man sagt den Wittingen-Brüdern nach, sie wären im Rauschgiftgeschäft gewesen. Sei es drum. Ich glaube, die hatten einen riesengroßen Handel für Motorhomes in Fort Lauderdale. Riesig, unglaublich. Flogen damals schon ihr eigenes Flugzeug, also ihren Jet. Und die waren einfach der Zeit schon wirklich weit voraus. Und ich habe jetzt gerade noch ein Bild gesehen, wo ich mit Don drauf bin. Kann ich dir näher mal zeigen. Don war ein unglaublich guter Typ. Lebt noch. Arbeitet immer noch in dem gleichen Business, ob die damals irgendwelche Geschäfte finanziert haben. Also man muss sich das nicht so vorstellen, als wenn der aussieht wie so ein Dealer von oben bis unten. Nee, das war ein sehr seriöser, guter Typ, war wirklich nette Jungs. Und die haben dann dieses Auto auch gekauft, haben dann mehrere Autos gekauft, haben die Rennstrecke Road Atlanta gekauft, haben sich in Indianapolis beteiligt. Also die waren in Amerika eine große Nummer. Und jetzt wird hier oft so getan, als wenn da die größten Verbrecher gewesen wären. Alles dummes Zeug. Die Jungs waren wirklich Kumpels, sie waren gut. Ich bin mit denen auch in Amerika gefahren, in Watkins Glen haben wir auch gewonnen, mit ihrem Auto, nicht mit unserem Auto aus Deutschland. Eine tolle Nummer und das Auto existiert ja noch. Das hat ein Mr. Mayer gekauft, dieses Le Mans-Siegerauto, den K3 von 1979. Und der ist ganz stolz, dass er dann hat. So ein Milliardär aus, wo er auch immer kommt, ich glaube, wo kommt er her? Ja, Kalifornien irgendwo. Toller Typ. Wie war Le Mans, wenn man es mit der heutigen Zeit vergleicht? Wahrscheinlich gar nicht mehr zu vergleichen, oder? Ja, es war zunächst erstmal ein Verbrauchsrennen. Du kriegst so und so viel Sprit für die 24 Stunden, damit musstest du auskommen. Das heißt, du hast ein Auto bauen müssen, was relativ verbrauchsoptimiert war. Und dann war der Porsche Nummer, der war Nummer sensationell, der 956, 962. Du fuhrst ein Langheckauto mit einem sehr kleinen Flügel. Der fuhr sich wie ein Gelenkbus, weil das Auto hatte nicht so viel Abtrieb, wie man eigentlich gebraucht hätte, um die Ford-Kurven so rumzufahren, wie die Jungs da heute rumfahren. Die heutigen Autos sind natürlich aerodynamische Wunderautos, Ground-Effekt-Autos. Der Porsche war zwar auch schon ein Ground-Effekt-Auto mit einem riesen Undertray, mit einem riesen Windtunnel unten runter. Aber gut, es war ein schnelles Auto. Wir fuhren im Training fast 400 km/h mit Qualifying-Motor, 3,2 Liter, 850 PS. Im Rennen fuhren wir so im Schnitt so um die 340, 350 die lange Gerade runter. War eine saugefährliche Geschichte, weil du hattest ja bei der Geschwindigkeit keine Chance, wenn dir nachts ein Fuchs über die Straße gelaufen oder ein anderer hätte irgendeinen Teil verloren, dann wäre es eng geworden. Und ich habe da leider auch einen sehr, sehr guten Freund, einen Österreicher, verloren, den Joe Gardner. Wir flogen immer zusammen nach USA, wir fuhren beide drüben in der IMSA-Serie und dann fährst du an der Unfallstelle vorbei und weißt, da kann keiner mehr am Leben geblieben sein. Und das war schon eine ganz, ganz emotional harte Nummer. Aber gut, auch das haben wir überstanden. Dann haben wir in dem Auto Manfred Winkelhock verloren und dann Stefan Beller verloren. Und ich habe mir gedacht, warum fährst du eigentlich weiter mit den Dingern? Und dann habe ich irgendwann die Reißleine gezogen, habe gesagt, ich fahre nicht mehr mit den Autos und bin dann hier auf diese wunderbaren Autos umgestiegen. Habe Gott sei Dank von Mercedes den Vertrag bekommen und konnte dann in einen sicheren Hafen schwimmen. Inwiefern fuhr damals einfach die Angst mit in dieser Le Mans-Ära? Gerade Le Mans war ja ein besonders gefährliches Rennen. Ja, Angst ist ja, passt ja nicht zum Rennfahrer. Sagen wir so, der Respekt. Respekt und Ehrfurcht waren meine beiden Dinge, die ich extrem hatte. Und man war schon froh, wenn man wieder nach Hause kam, ja, muss ich sagen. Haben Sie selber viele Situationen erlebt, wo man irgendwie durchschnauft und sagt, das hätte jetzt aber ordentlich ins Auge gehen können? Also da ist man gerade irgendwie davon gekommen? Nein. Ich hab immer alle Antennen draußen gehabt und habe immer Glück gehabt. Anders kann man es ja nicht bezeichnen. Du hast ja keine Chance, wenn du da in irgendwas reingerätst. Glück gehabt. Gab ja dann auch legendäre Stories, auch wieder positive Stories. Diepholz, die Geschichte mit der Teppichleiste zum Beispiel. Sie waren ja doch immer so ein bisschen ein Technikfreak und Aerodynamikfreak und kreativ. Vielleicht können Sie einfach erzählen, wie das damals gelaufen ist. Welches Jahr war das? 1988 bekam ich den Anruf von Porsche, ob ich Le Mans fahren wollte mit Stuck und Bell. Habe ich natürlich klar zugesagt. Und dann hieß es, du kannst aber auch noch ein paar Rennen im Supercup fahren. Und dann haben wir in Le Mans, waren wir haushoch überlegen. Wir drei hätten das Ding mit der Kappe nach Hause gefahren. Der Stucki hat einen super Job gemacht, muss ich wirklich heute ganz wertfrei sagen. Und ich glaube ich auch. Mir ist dann in meinem ersten Stint ist mir der Sprit ausgegangen, weil ich wollte eine Runde länger fahren, weil das auch meine Anzeigen im Auto hergegeben haben. Also du hast ja ständigen Funkkontakt zur Box und die Box hatte auch, damals hatten wir ja noch duodirektionalen Funk, der wurde ja in die Box übertragen, die wussten ja alles und da waren noch 11 Liter drin, da bin ich an Start und Ziel vorbeigefahren, bin noch bis nach
Mulsanne gekommen und dann habe ich auf Reserve geschaltet und dann lief der Motor nicht mehr. Also war Pech, da war irgendwie eine Pumpe kaputt oder ein Filter verstopft. Bis heute nicht ganz klar geklärt. Auf jeden Fall haben wir dann später diesen Filter im Auto gewechselt, das weiß ich nämlich noch, aber er ist in der, glaube ich, 16., 17. Stunde. Da hat man mich nämlich noch gefragt, ob ich was dagegen hätte, wenn man den Filter wechselte, weil da musste man im Innenraum eine Klappe aufmachen und dann stank es hinterher nach Benzin im Auto. Da habe ich gesagt, mir alles vollkommen egal, bitte macht nur, dass das Auto läuft. Und haben die das innerhalb von einer Minute gewechselt und danach lief das Auto. Also es war irgendwas Mysteriöses. Wir hätten trotzdem gewonnen, weil der Stucki nachts sensationell im Halbnassen gefahren ist. Wir haben die Jaguars wieder locker eingeholt, waren wieder vorne mit einem gewissen Vorsprung und dann ist uns leider noch so ein Aluminium-Wasserrohr gebrochen. Haben wir wieder 4 Minuten gestanden, dann haben wir mit 300 Meter Rückstand dieses Le Mans 1988 verloren. Das war Waterloo, muss ich wirklich sagen. Für mich der große Untergang, weil ich gedacht, ich sterbe. Weißt du, du willst alles richtig und alles gut machen und kriegst dafür so eine Backpfeife. Schade. Das wäre dann der 4. Le Mans-Sieg gewesen, aber sei es drum, der 5. wäre gewesen, als Joe Gardner 1986 starb. Da waren wir mit dem Joest-Auto auch meines Erachtens nach überlegen, weil wir fuhren Goodyear-Reifen und waren wirklich schneller, aber du wolltest das mit der Teppichleiste wissen. Genau, denn das ist eine unglaubliche Geschichte, wie sie im heutigen Motorsport eigentlich nicht mehr vorstellbar ist. Klaus Ludwig fuhr 1988 auch im Supercup einer deutschen Rennserie für Gruppe C-Prototypen, wie sie in Le Mans eingesetzt wurden. Und beim Rennen in Diepholz tunte er seinen Porsche auf eine Art und Weise, wie es dem legendären Rennleiter Norbert Singer überhaupt nicht gefiel und dadurch fuhr er seinen Rivalen um die Ohren. Dann waren wir beim Supercup-Rennen in Diepholz und ich hatte natürlich ein unterlegenes Auto, weil der Stucki fuhr das PDK-Auto. Das Forschungsauto von Porsche, sensationelles Auto mit dem Pedalshift, das gab es ja damals alles noch nicht. Doppelkupplungsgetriebe, Auto war leider 40 oder 50 Kilo zu schwer, das war der Nachteil von dem Auto, weil das war ein Riesenblock, dieses Getriebe alleine, aber hatte 21 Zoll Hinterräder und der ist hier am Norrisring an uns vorbeigeflogen, der hat uns ausgelacht. Gut, und ich fuhr halt eben ein Chassis 100 irgendwas, ein serienmäßiges, aber ein gutes Auto und Klaus Bischoff, der war der Ingenieur, der hinterher auch den Bellhof betreut hat, der hat mein Auto betreut und mit dem komme ich heute noch wunderbar klar, super Typ. Und der sagte, ja, Klausle, jetzt machen wir, jetzt haben wir dir, wir haben da Getriebe gefunden, das wusste keiner, ein geradverzahntes, also nicht dieses lange mit Anlaufringen, dieses Langstreckengetriebe von Porsche, sondern ein geradverzahntes Dockringgetriebe, super, hatten die mal eben so gebaut. Und damit waren wir feilschnell unterwegs und dann habe ich gesagt, Auto fehlt noch ein bisschen Downforce an der Hinterachse. Und ich fuhr ja in Imsa auch so ein Auto und wir hatten damals in der Imsa auf unserem Porsche auf gleiche Auto mehr oder weniger, nur mit einem Single-Turbo-Motor, hatten wir eben Gurney drauf. Und dann habe ich gesagt, Herr Singer, darf ich nicht mal einen Gurney probieren? Nein, mein Auto, ich will das nicht. Und dann habe ich gesagt, aber lassen Sie mich doch bitte probieren. Da bin ich in den Teppich Großhandel gefahren und da gab es diese 10 auf 10, 90 Grad, Gold war die. Und das passte gut zum Auto, war ja rot und gelb. Und dann haben wir die da drauf geklebt, weil wir wollten ja keine Löcher bohren in den Flügel. Das wäre ja dann, ne? Und dann haben wir die schön da drauf geklebt. Und bumm, standen wir auf Pole oder irgendwie und haben im Rennen dann auf Wiedersehen und waren mit 7 Sekunden Vorsprung, glaube ich, vorne. Und dann Tankstopp, diese Rennen waren 1 Stunde 20 Minuten und wir mussten nach 1 Stunde ungefähr stoppen zum Tanken. Also ich fliege rein, der Mechaniker hält die Entlüfterkanne auf die andere Seite über der Tanker. So, und der Tank zieht ab und dann muss der nochmal die Entlüfterkanne auch runterziehen und vorne sagt er Go und er sagt Go und ich fahre los und dann fliegt der dem die Kanne aus der Hand und genau zwischen Flügel und Heckklappe bei dem 62. Und damit war der Downforce natürlich weg. Dann musste ich nochmal reinkommen, habe ich gedacht, bin ich nur Zweiter geworden. War auch schade, aber war eine super Geschichte. Wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Klaus Ludwig hatte in seiner Karriere wirklich viele tolle Geschichten erlebt und eine hatte sogar mit den Kardashians zu tun. Klaus Ludwig und die Kardashians? Ja, es geht tatsächlich um die berühmte Celebrity-Familie aus den USA, die ja aus dem Reality-TV-Hit Keeping Up with the Kardashians bekannt ist. Denn Ludwig fuhr 1986 mit dem damaligen Zehnkampf-Olympiasieger und Weltrekordhalter Bruce Jenner Autorennen, der später Teil der Celebrity-Familie wurde und nach einer Geschlechtsumwandlung heute Caitlyn Jenner heißt. Sie sind ja viel in den USA gefahren. Ich habe dann auch gehört, da gab es mal irgendwas mit jemandem von der Kardashian-Familie, mit dem Sie auch gefahren sind. Ja, mit Bruce Jenner. War ein super Typ. Bruce war damals noch nicht, wie sagt man heute?
gechanged. Also er war noch Mann und ein unglaublicher Typ. Ich meine, er war Zehnkämpfer. Der kämpfte damals mit unserem deutschen Zehnkampf-Idol Hinksen um die Goldmedaillen. Ein toller Typ und der hatte Spaß am Rennen fahren. Und Ford war natürlich interessiert, ihn in so ein Auto zu setzen. Da bin ich mit dem mit so einem Thunderbird, mit so einem dicken V8, 7 Liter, sind wir da 24 Stunden Daytona gefahren, hatten eine tolle Zeit. Und wie berühmt der damals schon war, habe ich eigentlich erst gemerkt, wie wir zusammen im Flugzeug saßen. Wir kamen da rein und das ganze Flugzeug stand auf und Standing Ovation for Bruce Jenner. Und ich stand daneben als dreifacher Le Mans-Sieger und mich kannte keine Sau. Also wunderbar. Nee, Bruce war ein großartiger. Und was mit ihm passiert ist, gut, vielleicht war es nicht schlimm, ist alles gut. Seine Töchter sind auf jeden Fall mittlerweile die Kardashian Girls. Unfassbar, oder? Ja? Haben wir alle was falsch gemacht. Gibt es da noch Kontakt in die Richtung? Null. Das ist das Einzige, was ich in meinem Leben sehr oft falsch gemacht habe. Ich habe zu wenig Kontakte mit Leuten behalten. Endgültig zur Legende wurde Klaus Ludwig aber in der DTM mit Mercedes. Dabei war er eigentlich schon 1988 mit Ford Champion, wechselte dann zu Mercedes und bescherte der Marke mit dem Stern 1992 den ersten DTM-Titel überhaupt. 1994 wurde er noch ein drittes Mal Champion. Bis heute ist er hinter Bernd Schneider mit 37 Siegen der zweiterfolgreichste Pilot der DTM-Geschichte. Dabei war er, wie er selbst erzählt, am Anfang bei HWA vom Pech verfolgt. Ja, ich habe sofort Ende 88 mit HWA, mit Hans-Werner Aufrecht, einen Vertrag gemacht. Und wunderbar. Wir hätten direkt im ersten Jahr Meister werden können. Pech. Im zweiten Jahr Meister werden können. Pech. Einmal war ich krank, Nierensteine. Musste ich am Nürburgring abreisen, Freitagabends, nachdem ich das Auto auf Pole Position gestellt hatte. Und dann Nierenkoliken kriegte und in so ein blödes Krankenhaus gegangen bin, anstatt in die richtige Bude. Naja, das war halt eben ein Fehler. Dann konnte ich das darauffolgende auch hier am Nürburgring auch nicht fahren, am Nürburgring, weil ich eine Infektion bekommen habe. Und es war eine Katastrophe. Da waren zwei Rennen weg, vier Rennen weg. Und damit konnte man nicht mehr Meister werden. Also wir hatten wirklich da so viel Pech. Und dann kam natürlich Alfa und dann kam Audi. Und die hatten natürlich schon mit dem V8 da hinten einen Pfund. Und mit so einem kleinen Kistchen hier oder hier, da war das schon schwer, dagegen zu gewinnen. Aber wir haben es geschafft. Es war eine irre Mannschaftsleistung, tolles Team. Hans-Werner Aufrecht, einer der tollsten Typen der in der Rennsportgeschichte in meiner Ära, in meiner Zeit. Toller Mann, lebt Gott sei Dank immer noch und ist auch noch sehr rüstig und gibt Gas. Wunderbar. War der Unfall da mit Armin Hahne, war das ein bisschen der Tiefpunkt da in der persönlichen Karriere? Ja, haben wir aber relativ schnell weggesteckt. Ich meine, was willst du machen? Das kann passieren. Ich war es schuld. Ich habe das mit den Reifen ein bisschen unter- oder überschätzt und habe mich in der siebten Kurve gedreht. Unglaublich. Wir wussten um das Problem, dass die Reifen eben länger brauchten. Also erstmal gut waren die ersten zwei Kurven und dann hatten die so einen Drop und dann, ja gut, egal wie, es war schade. Ich habe Glück gehabt, ich hatte nichts. Aber der arme Armin Hahne hatte schon einen komplizierten Beinbruch. Tut mir leid, aber es war eben so. Welcher war dann der schönere Titel, 92 oder 94? Also der 92er war schon gigantisch, weil wir auch wahnsinnige Konkurrenz hatten und weil das eben unser erster war. 94 war auch geil, weil das die C-Klasse war, das neue Auto und die gleiche Mannschaft, die gleichen Menschen. Wir waren mittlerweile wirklich eine eingeschworene Gesellschaft, war toll, 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 muss ich sagen. Trotzdem kamen dann irgendwie so ein paar Misstöne rein mit der obersten Heeresleitung und dann habe ich gesagt, ich will mal ein Allradauto fahren. Und bin dann, würde ich heute natürlich auch vielleicht nicht mehr machen, aber ich bin dann zu Opel gegangen und war auch eine tolle Zeit. War eine tolle Zeit. Der Calibra war ein super geiles Auto. Du hattest irrsinnig viele Fans auf den Tribünen, weil es ja klar, Opel ist eine Massenmarke und die Ford und Opel, da waren eben die Fans massenhaft da. Mittlerweile sind sie auch für Mercedes massenhaft da, aber damals war das erstmal schwierig. Und ja, Calibra war ein tolles Auto. 94 im Titel, ja, im dritten Titeljahr gab es ja tolle Rennen, Nürburgring im Regen gegen die Alphas mit dem Allradantrieb und trotzdem gewonnen. Ja, da hatten wir Bridgestone als Reifenpartner, die haben ein super Rad gemacht, nachdem sie am Anfang sehr geschwächelt haben. Und dann hatte ich halt eben vielleicht die bessere Linie, das Auto war gut. Ja, manchmal auch ein bisschen Glück, im zweiten Lauf bin ich dann untergegangen, da hat es mehr geregnet und dann ging gar nichts mehr. Aber immerhin einen Lauf gewonnen. Ja, auch so ein alter Haudegen da.
Jochen Dauer, ehrlich, der will mit mir sprechen, aber der muss noch warten. Sie galten ja immer auch als Technikfuchs, haben Sie das sehr eingebracht in diese Geschichte? Gibt es da Anekdoten? Früher konnte man ja noch relativ viel machen und relativ viel Einfluss nehmen. Also sagen wir so, ich habe meine ersten Rennauto selber gebaut, daher wusste ich, und ich war als kleines Kind schon wahnsinnig fanatisch, was mit Motoren und habe alles gelesen, was es gab. Und dadurch, sag mal, ich habe so ein eine autodidaktische Laufbahn. Ein Rennfahrer kann niemals ein Rennauto bauen. Ein Rennfahrer kann nur sagen, was das Auto macht. Deswegen ist das alles Quatsch, wenn einer sagt, der Rennfahrer hat das Auto entwickelt und dann noch bei Ferrari, alles Blödsinn. Du bist auf das angewiesen, was die Leute können, und du kannst halt eben das Auto beschreiben. Du kannst sagen, ich hätte es lieber so und so, und vielleicht können wir das noch machen, und das habe ich da schon mal gehabt und das habe ich da schon mal. Ich hatte ja nur einen sehr großen Fundus, und dann haben wir auch dieses Auto irgendwann mal so weit gebracht, dass es ein Siegerauto war. Das war am Anfang nicht so der Fall, aber zum Schluss war es wirklich. Wir hätten aber trotzdem gewonnen, aber gut, das war der Endpunkt. Dieses Auto hier war schon großartig. Ich habe gehört, Sie hätten früher gern mal mit Adrian Newey gearbeitet. Ja, ich habe mich mit ihm mal ganz kurz unterhalten in Goodwood vor 5 oder 6 Jahren. Da saß er mit dem Horner draußen im Garten. Dann durfte ich mir an den Tisch setzen und haben ein bisschen gequatscht. Unheimlich netter Typ, unglaublich netter, total entspannt und so nett. Und der ist ja auch totaler Enthusiast, der fährt ja selber auch. Und wir haben uns dann natürlich mehr über Ford GT40 und Oldtimer-Rennen unterhalten wie über das Moderne, weil ich glaube, das Moderne, also so ein Formel-1-Auto, das kannst du ja gar nicht verstehen als Laie. Sonst würden die anderen das ja alle nachbauen. Denn die sind ja auch nicht dumm und die können es nicht nachbauen. Also er ist wohl der Einzige, der so ein generales Verständnis hat von einem Formel-1-Auto. Ich meine, der Verstappen ist zu beneiden. Der sitzt im Space Shuttle. Das ist so irre. Ich meine, der wird auch so schnell keiner schlagen. Das ist Wahnsinn. Der Newey hat, aber man muss ja auch denken, wo der Newey herkommt. Der Newey macht seit 40 Jahren nichts anderes wie Rennautos bauen. Der hat Indycars gemacht, der hat alles gemacht. Irre Typ. 1998, anno spektakulär, 4 GT mit dem Ricardo Zonta und damals ja die große Konkurrenz intern mit dem Bernd Schneider und dem Mark Webber, hat man ja eigentlich auch nicht wirklich erwartet, dass sie das machen. Und das war ja dann doch ein bisschen auf Messers Schneider am Ende, und es ging um die Reifen in Laguna Seca, und da haben sie das ja dann doch irgendwie noch so durchgebracht, dass man mit diesem Reifen fährt, der dann den Erfolg gebracht hat. Ne? Also du weißt doch alles, ja gut. Ich hatte einen sensationellen Kollegen, Ricardo Zonta, super feilschneller Junge. Und wir haben das Auto auf Pole gestellt, immer wieder. Und dann kam das Rennen, und mir war klar, wir waren mit den Punkten zwar vorne, aber wir würden das verlieren, weil eigentlich, ja, wie soll ich sagen, der Bernd Schneider und der Mark Webber waren schon gesetzt. Und dann habe ich gesagt, du musst jetzt bei deinem letzten Rennen, wenn du hier fährst, weil ich hatte ja vorher schon angekündigt, dass ich aufhören würde, musst du irgendwas machen. Ja gut, und dann waren wir zum Testen in Tamiami, irgendwo da auf so einer Ovalrennstrecke, wo wir auch das vorletzte Rennen hatten. Wie hieß das? Ich weiß gar nicht, wie das hieß, egal. Komme ich gleich drauf, aber Alzheimer lässt grüßen. Gut. Und da habe ich einen Reifentest gefahren, und da habe ich diesen Reifen, sagen wir mal so, entdeckt. Also Bridgestone hat da was gebracht, was wirklich sensationell war. Und dann habe ich mit dem Bridgestone-Menschen, der dann alles gemacht hat, Kees van der Grint, haben wir dann so einen Deal gemacht. Er wollte das natürlich nicht. Er sagt, kann ich nicht machen, es geht gegen die Teamorder und der Haug und oder. Aber ich habe dann gesagt, dann brauchen wir eigentlich gar nicht zu fahren und hin und her. Und dann haben sie mir die Reifen gesagt, dann fahr damit. Und dann habe ich in meinem Stint, in der ersten Stunde, bin ich dann, glaube ich, 8 oder 9 Sekunden weggefahren. Und das war wunderbar, gegen den Bernd Schneider, der saß in dem anderen Auto. Oh, und dann habe ich gesagt, jetzt können wir den gewinnen. Aber die Teamleitung hat dann schon schnell reagiert. Die haben dann noch so einen Satz gefunden, da waren wohl 5 Sätze da. Und dann haben sie noch einen gefunden und schnell montiert während dem Rennen. Und er hat dann der Webber gekriegt. Der Webber hat dann das Loch auch wieder zugefahren zum Zonta, aber der Zonta war gut genug, um das zu verteidigen. Also haben wir das Ding gewonnen und sind Weltmeister geworden. 4 GT-Champion. Weltmeister war ja kein offizieller Titel. War ja 4 GT-Champion, aber war eine große Nummer. Gegen Porsche Werk und so, und ja, doch, und mit 48 Jahren. Ich war immer ein Spätzünder, deswegen fahre ich auch heute noch, weil ich bekloppt bin oder verrückt bin oder Enthusiast bin oder Fan bin, ich weiß auch nicht. Mein Sohn sagt immer, warum machst du das? Aber irgendwie, ich dachte immer, you get old when you stop racing. Und, but when you stop racing, you get old. You don't get old when you go racing, but you
Also, sei es drum. Der Spruch ist nicht so verkehrt. Ich glaube, man wird alt, wenn man seinen Enthusiasmus verliert. Ich werde jetzt dieses Jahr im Oktober 74. Eigentlich bin ich viel zu alt, um was zu tun. Vollkommen unvernünftig. Vom Spiegel sage ich, das ist eigentlich bescheuert. Aber wenn ich da drin sitze, macht es mir noch Riesenfreude und ich freue mich gleich aufs Training. Ich freue mich morgen aufs Rennen. Und dann habe ich wieder so ein kleines Highlight in meinem tristen Dasein gehabt. Eigentlich waren Sie ja vor 23 Jahren schon in der Rente und sind dann für die DTM noch einmal zurückgekommen in dieser neuen DTM. Wie ist denn dazu gekommen? Hans-Werner Aufrecht hat mich angerufen und hat gesagt, du musst nochmal fahren. Wir müssen eine neue Serie anschieben. Da brauchen wir dich. Deinen Namen und dich und als Typ und als Fahrer und wie auch immer. Ich habe es gemacht. Ich weiß noch, im ersten Rennen in Hockenheim war ich P17 im Training. Da bin ich ins Hotel gefahren, bin erstmal da 2 Stunden durch die Felder gelaufen und war verzweifelt wirklich. Ich habe gesagt, was hast du hier angefangen? Das geht nicht mehr. Scheiße. Ich wusste aber, dass wir vorher waren, wir viel testen in Spanien und überall. Und ich war genauso schnell im Testauto wie der Schneider. Das war ein Zehntel oder plus minus. Und ich dachte, das kann nicht sein, du hast ein schlechtes Auto. Ja. Und dann haben wir am Auto gebastelt. Und irgendwann haben wir dann 2 Rennen gewonnen in Oschersleben. Nee, am Sachsenring. Am Sachsenring war auch eine Strecke, die mir lag. Und da war dann wieder alles gut. Die Versöhnung, Dritter in der Meisterschaft mit 50 Jahren. Ich meine, muss er seiner nachmachen, war nicht so schlecht. Sie wollten, glaube ich, weiterfahren, aber da hatte wer was dagegen, oder? Ich wollte gar nicht weiterfahren. Wir hatten ja eigentlich nur ausgemacht, machen das Jahr. Und dann haben wir uns zusammengesessen und haben gesagt, sollen wir weitermachen? Ja gut, und dann haben wir uns geeinigt, machen wir nicht mehr weiter. Dann habe ich aufgehört, ja. Haben Sie im Nachhinein ein Lieblingsauto, wo Sie sagen, das war das beste oder schönste Auto, mit dem Sie gefahren sind? Alle. Alle Autos waren toll, waren ja auch wirklich ein paar super Highlights dabei. Und wäre jetzt unfair zu sagen, der oder der, waren viele Erfahrungen, viele tolle Autos. Wie haben Sie die DTM nach der aktiven Karriere erlebt? Sie waren ja dann auch noch Experte im Fernsehen und waren, glaube ich, eigentlich doch immer in der Szene. Ich war der beste Experte, der je da war, wurde aber dafür nicht gelobt. Wie sagen die Engländer so schön, the unsung hero. Ich habe alles vorhergesehen, ich habe alles vorhergesagt, habe, glaube ich, gar nicht so schlecht gesprochen. Aber dann, auch das ging dann zu Ende, weil Herr Winterkorn von der Firma Audi meinte, ich würde zu viel über Mercedes reden und ich stand da auf der Payroll, dann ging das nicht. Und da wurde ich dann halt eben entsorgt. Leider. Ich habe 6 Jahre gemacht, 6 Jahre sehr genossen, war eine tolle Zeit. Ihr Sohn hat auch das GT Masters mal gewonnen. Ist er einer, der eigentlich in die DTM gehören würde? Ja, es wäre toll, weil er gehört dahin. Weil er hat am Nürburgring den Ferrari zweimal, einmal auf Pol gestellt. Jetzt dieses Jahr wäre er auch wieder auf Pol gefahren, wenn er nur hätte fahren dürfen. Aber das ging vom Reglement nicht, weil er mit dem Pro-Am-Auto gefahren ist und dann mit nach seiner 12-3, die er gefahren ist, nicht mehr fahren durfte. Weil er musste ein anderer fahren und er hat es eben nicht hingebracht, um in das Top-Qualifying zu kommen. Aluka ist schon ein sehr, sehr guter Rennfahrer geworden. Ein bisschen Spätzünder. Der war von Anfang an super schnell. Er hat sein erstes Rennen gewonnen mit der Corvette. Bumm, rein und gewonnen. Aber er hat wirklich, vielleicht auch wegen mir, nie die richtigen Chancen bekommen. Sehr, sehr schade. Aber auch mit seinem Alter jetzt, ist reif, ist gut, hätte die Chance verdient. Like und Kanal-Abo habt ihr ja schon erledigt. Vielen Dank dafür. Wenn ihr jetzt noch weitere Videos schauen wollt, etwa mein Interview mit Stritzel Stuck oder ein Video-Interview mit Walter Röhrl, dann klickt einfach jetzt direkt aufs nächste Video.